Wir alle merken das momentan jeden Tag. Fast alles wird aktuell teurer. Wir steuern gerade auf eine Inflationsrate von sage und schreibe 10% zu. Und was wird denn am teuersten momentan? Das sind ja die Lebensmittel. Wir merken das im Supermarkt an der Kasse, beim Obsthändler unseres Vertrauens. Da ziehen die Preise so richtig an. Und deswegen werden jetzt die Rufe immer lauter, dass der deutsche Staat doch in diesen schwierigen Zeiten auf die Mehrwertsteuer mal verzichten müsste. Nicht auf die Mehrwertsteuer für alles, sondern auf die Mehrwertsteuer für die Lebensmittel. Diese 7%, diese 19%, die auf Essen und Trinken anfallen. Da müsste doch jetzt in dieser besonderen Ausnahmesituation, in der wir uns aktuell befinden, mal die Mehrwertsteuer auf null runtergehen. Wie wahrscheinlich ist das? Wird das Bundesfinanzministerium dazu stimmen? Wir schauen uns das in diesem Video zusammen an. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro GmbH. Ja, wie wahrscheinlich ist das, mit der Mehrwertsteuer 0,0% auf alle Lebensmittel in Deutschland? Aktuell fordert es ja der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der hat gesagt, nicht auf alle Lebensmittel, sondern nur auf die guten Lebensmittel. Da sollte man 0% Mehrwertsteuer machen. Die Verbraucherverbände sagen genau dasselbe. Konkret auf Obst, sehr gesund. Auf Gemüse genauso. Und vielleicht auch auf die Hülsenfrüchte, die ja langfristig das Fleisch ersetzen sollen. Aber geht das denn? Geht das denn so einfach? Diese Forderung mit den 0% Mehrwertsteuer, die gab es ja schon vor ein paar Monaten, als sich absehen ließ, dass da eine rekordverdächtige Inflation in Deutschland auf uns zukommt. Und damals hieß es in Berlin noch, nee, Mehrwertsteuer senken geht auf gar keinen Fall. Wir haben diese festen 19% auf die Getränke und die 7% auf die Lebensmittel. Davon können wir gar nicht abrücken, denn das europäische Recht verbietet uns das. EU-Recht besagt konkret, wir müssen sogenannte Mindestmehrwertsteuersätze verlangen und da können wir auf keinen Fall drunter gehen. Wir haben ja aktuell 19 und 7%. Die EU verlangt mindestens 15 und 5%. Also 0% geht da auf gar keinen Fall. Und genau das ist mittlerweile anders. Genau das hat sich überholt. Ich verrate Ihnen auch wieso, denn die Europäische Union hat ein Update zu der ganzen Sache gemacht. Die EU-Vorschrift ist jetzt geändert. Es gilt immer noch grundsätzlich dieses Prinzip mit 15% und 5% Minimum für Essen und Getränke. Aber im Steuerrecht sagen wir immer, wo kein Grundsatz ist, da ist auch keine Ausnahme. Und die Ausnahme, die haben wir jetzt. Die Europäische Union hat eine Vorschrift verabschiedet, nach der es ausnahmsweise möglich ist, die Mehrwertsteuer auf weniger als 15% zu machen und auch auf weniger als 5, nämlich wirklich auf 0%. Sie glauben mir das nicht? Ich zeige Ihnen, wo Sie das im Netz finden. Wie immer, ne, habe ich es auch in der Videobeschreibung drin, wenn Sie das in Ruhe nachschauen wollen. Schauen Sie, das hier ist diese europäische Vorschrift. Ja, Sie sehen das hier auf Eulex Europa EU, ne? Das ist unsere Webadresse. Und das hier ist die Richtlinie. Sie sehen auch, dass die relativ jung ist, nämlich vom 5. April 2022. Und wir haben es auch in recht vielen Sprachen. Wir schauen uns jetzt hier mal die deutsche Version an. Ja, hier sehen Sie auch in der Überschrift das Ding Richtlinie EU Nummer 2022 542 des Rates eben vom 5. April. So, hier haben wir das. Schauen Sie, hier steht, aus denselben Gründen sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, einen ermäßigten Steuersatz, und jetzt kommt's, der unter dem Mindestsatz von 5% liegt und eine Steuerbefreiung mit Recht auf Vorsteuerabzug anzuwenden.
jedoch nur auf höchstens 7 Nummern des Anhangs und so weiter. Alles EU-Sprache. Hier haben Sie das ausgewählt unter den Lieferungen von Gegenständen auf Dienstleistungen, die als zur Deckung der Grundbedürfnisse dienend erachtet werden. Und dazu zählt eben insbesondere Nahrungsmittel, Wasser, Arzneimittel und so weiter. Das ist unsere neue EU-Vorschrift, nach der es eben möglich ist, auch nach EU-Recht, auf Grundnahrungsmittel 0% Mehrwertsteuer zu berechnen. Ja, und was genau sind jetzt diese sogenannten Grundnahrungsmittel? Was genau zählt denn dazu? Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Zu den Grundnahrungsmitteln, da zählt konkret nicht so viel dazu. Das ist Milch, Fleisch, Brot, Obst und Gemüse. Ja, Fleisch steht wirklich drauf. Also, das sind unsere Grundnahrungsmittel und auf die wäre es jetzt nach europäischem Recht möglich, in Deutschland 0% Mehrwertsteuer zu machen. Einfach in dieser schwierigen Phase, die wir aktuell haben, mit rekordverdächtiger Inflation. Und der Tankrabatt ist ja auch schon in die Hose gegangen. Das Steuerentlastungspaket ab 1. Juni kommt vielleicht auch nicht so schnell bei den Leuten an. Also wäre es doch eine Möglichkeit zu sagen, diese Mehrwertsteuer auf die Grundnahrungsmittel, die setzen wir zeitlich befristet auf null runter. Also sollte jetzt diese 0% Mehrwertsteuer wirklich auf alle Grundnahrungsmittel kommen? Oder sollten wir nicht jetzt die Chance ergreifen, wenn wir schon sagen können, 0% Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, dann eben nur auf die guten, auf die gesunden Lebensmittel. Und das ist ja genau das, was der Bundeslandwirtschaftsminister aufgegriffen hat und gesagt hat, Obst ja, Gemüse auch und Hülsenfrüchte als proteinhaltiger Ersatz für Fleisch. Darauf wäre doch 0% Mehrwertsteuer sinnvoll. Die Deutsche Diabetesgesellschaft, die sagt genau dasselbe. Eben nur auf diese drei Lebensmittelgruppen, nenne ich sie mal. Da könnte man 0% Mehrwertsteuer machen. Natürlich ist damit auch eine Mindereinnahme für den deutschen Staat verbunden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Die Mehrwertsteuer ist außer der Lohnsteuer die mit Abstand stärkste Steuer in Deutschland. Da kommt am meisten gerechnet in hunderten Milliarden Euros rein. Das heißt, wenn wir da was wegnehmen für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, dann muss das ja woanders wieder reinkommen. Und da sind jetzt eben die Vorschläge, die in Berlin aktuell diskutiert werden, ob die Gegenfinanzierung von eben diesen 0% Mehrwertsteuer nicht eine höhere Mehrwertsteuer auf die ungesunden Lebensmittel, ob man das nicht dadurch gegenfinanzieren kann. Und ungesunde Lebensmittel sind eben aktuell in der Diskussion alles, was zuckerhaltig ist, die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, aber eben auch, was klimaschädlich ist. Und dazu gehört eben auch das Fleisch. Wie sehen Sie das denn? Wie ist Ihre Meinung? Sollte die 0% Mehrwertsteuer kommen, wirklich nur beschränkt auf die guten, gesunden Lebensmittel? Oder sollte 0% Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel kommen, um einfach diese schwierige Zeit in Kriegszeiten, immer noch Nachwirkungen von Corona, auszugleichen, damit eben die Lebensmittel für alle wieder bezahlbar sind? Oder sind Sie vielleicht der Meinung, das kann am Ende sowieso keiner mehr bezahlen, denn die Mehrwertsteuer ist einfach eine so starke Steuer bei uns, da hängt einfach viel zu viel dran, um da überhaupt noch irgendwas Richtung Null bei den guten Lebensmitteln setzen zu können. Ich bin auf Ihre Meinung wirklich gespannt und wir bleiben natürlich in Sachen Mehrwertsteuer Richtung 0% auf dem Laufenden hier auf dem Kanal. Wenn Sie jetzt überlegen, was hat denn die Frau Lederer da erzählt mit diesem Entlastungspaket ab dem 1. Juni, 2022. Schauen Sie sich mein Video dazu an, da erkläre ich Ihnen, was an Entlastungen Juni, Juli und auch September auf Sie zukommt. Wir sehen uns spätestens Freitag 18:30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.